In diesem Video erfährst du, was für unterschiedliche Arten von künstlicher Intelligenz es überhaupt gibt und was eine Superintelligenz ist. Die Definition von künstlicher Intelligenz ist keine leichte, weil schon die Definition von Intelligenz eigentlich nicht eindeutig ist. Was bedeutet es, intelligent zu sein? Was ist ein intelligentes Lebewesen? Sind Tiere intelligent oder ist Intelligenz nur dem Menschen zugeschrieben? Das heißt, allein schon an der genauen Definition von Intelligenz scheitert auch die Definition von künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, das versucht, menschliche Intelligenz dem Computer beizubringen. Hier ist ein wichtiger Begriff das Machine Learning. Um Machine Learning zu verstehen, musst du zuerst verstehen, was der Unterschied zu traditionellem Programmieren ist. Traditionellerweise war es so, dass ein Programmierer oder mehrere Programmierer ein Programm, einen Algorithmus tatsächlich geschrieben hat. Ein Algorithmus ist eigentlich etwas sehr Dummes, bedeutet, du sagst dem Computer genau, was er wann zu tun hat. Du gibst ihm Anweisungen. Du sagst ihm, wenn das passiert, tue das. Wenn du auf den A-Knopf drückst, dann schreibe ein A auf den Bildschirm beispielsweise. Das heißt, Programmieren im traditionellen Sinne ist wirklich ein Programm abfahren, bedeutet dem Computer wirklich Schritt für Schritt eine Vorgehensweise anzusagen. Machine Learning funktioniert ein wenig anders. Natürlich wird eine Maschine da genauso programmiert. Aber bei maschinellem Lernen versucht der Computer aus Erfahrung selber zu lernen. Das heißt, du gibst dem Computer einen gewissen Datensatz und der Computer versucht aufgrund dieser Daten selber zu Schlüssen, zu Erkenntnissen zu kommen. Ein großes Beispiel ist die Mustererkennung. Du gibst dem Computer eine Riesensammlung von Daten und der Computer versucht automatisch Muster aus diesen Daten heraus zu generieren. Das bedeutet, dies ist schon eine andere Herangehensweise an einen Computer. Es wird die Rechenkapazität des Computers anders genutzt. Davor war es sehr leicht. Der Computer musste Rechenaufgaben lösen und konnte dies natürlich sehr viel schneller als der Mensch. Aber dies war nicht leicht einsetzbar bei intuitiven Aufgaben, bei zum Beispiel Spracherkennung oder bei Gesichtserkennung. Maschinelles Lernen wird vielmehr eingesetzt, um tatsächlich eben Muster zu erkennen. Ja, der Computer ist auch sehr intelligent in einer gewissen Weise. Traditionelles Programmieren fand auch intelligent natürlich statt. Aber wenn wir zu intuitivem Verhalten kommen, wenn wir zu Mustererkennung in der Realität kommen, da ist eine ganz andere Form von Intelligenz gefragt. Nun kann traditionellerweise künstliche Intelligenz in zwei Arten unterschieden werden. In eine schwache KI und in eine starke KI. Die dritte Form wäre noch eine Superintelligenz. Was ist der Unterschied zwischen schwacher und starker KI? Der Unterschied ist sehr leicht erklärbar, wenn du dir ein spezielles Werkzeug wie einen Schraubenzieher vorstellst. Ein Schraubenzieher ist dafür gemacht, um Schrauben hineinzudrehen. Das wäre eine schwache KI, also eine KI, die für einen speziellen Anwendungsfall hergestellt wurde. Eine starke KI hingegen ist ein Allzwecktool, kann also für sehr, sehr viele verschiedene Anwendungsfälle angewendet werden. Genauso wie die menschliche Intelligenz sehr viele Probleme lösen kann. Wir können Kreuzworträtsel lösen, wir können Sprache verstehen, wir können Bilder erkennen, wir können komplexe Gegenstände generieren. Das heißt, die menschliche Intelligenz kann für verschiedenste Anwendungsfälle angewendet werden. Eine schwache Intelligenz wäre nur für einen Anwendungsfall anwendbar. Die meisten künstlichen Intelligenzen, die heute verwendet werden, sind eigentlich schwache künstliche Intelligenzen. Das heißt, eine künstliche Intelligenz, die zum Beispiel für autonomes Fahren eingesetzt wird, kann auch nur für das eingesetzt werden. Das heißt, eine schwache KI wird so eingesetzt, dass tatsächlich der Anwendungsfall im Vordergrund steht. Wenn beispielsweise der weltbeste Schachspieler geschlagen wird von einer künstlichen Intelligenz, dann wurde diese künstliche Intelligenz speziell dahin trainiert, Schach zu spielen. Die Idee einer starken künstlichen Intelligenz ist es nun, dass du eine künstliche Intelligenz entwickelst, die auf sehr viele oder fast alle Anwendungsfälle anwendbar ist. Bisher ist das noch nicht richtig gelungen. Bisher stehen wir auf diesem Übergang von schwacher zu starker Intelligenz. Aber ein gutes Beispiel ist GPT-3. GPT-3 ist eigentlich ein Natural Language Processing Model. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass GPT-3 ein Sprachmodell ist. Das heißt, es geht darum, menschliche Sprache zu erkennen, menschliche Sprache vielleicht auch zu imitieren. Was man getan hat, ist, den Computer einen großen Teil des Internets zu lesen und hier Mustererkennung stattfinden zu lassen. Das heißt, was die künstliche Intelligenz zum Beispiel besser als der Mensch kann, ist, es kann in Sekundenbruchteilen große Textmengen scannen und erfassen und sich merken. Gleichzeitig ist es irrsinnig gut darin in Mustererkennung. Das heißt, wenn A, B, C sehr oft vorkommt, dann ist es wahrscheinlicher, dass wenn du A, B tippst, dass dann auch C kommt. Das heißt, was ist GPT-3? GPT-3 ist Autovervollständigung auf Steroiden. Wenn du zum Beispiel in Google beginnst etwas einzutippen, dann vervollständigt Google ja das. Stell dir vor, GPT-3 kann das mit der gesamten Sprache aufgrund des Wissens des gesamten Internets. Das heißt, es beruht in Wirklichkeit auf Wahrscheinlichkeiten. Wenn du etwas eintippst, wie wahrscheinlich ist es, dass etwas anderes darauf folgt? Gepaart mit dem Wissen, das im Internet auffindbar ist. Und dies hat zu spannenden Anwendungsfällen geführt bisher. GPT-3 war tatsächlich in der Lage, künstlich Texte zu verfassen, wo nicht mehr unterscheidbar war, ob das ein Mensch verfasst hat oder eine Maschine. Man hat GPT-3 ins Internet in ein Forum gelassen, hat mitchatten lassen. Und die Menschen haben nicht verstanden, dass hier eine Maschine tatsächlich am Werk war. Nun ist das Besondere an dieser künstlichen Intelligenz, dass ja eigentlich alles in Sprache umwandelbar ist. Code, Computer Code, ist ja eigentlich auch nur eine Sprache. Deutsch ist eine Sprache, Englisch ist eine Sprache. Du kannst Deutsch in Englisch auch übersetzen. Du kannst Englisch in Deutsch und in Computercode übersetzen. Alles ist in Wirklichkeit in Sprache umwandelbar. Bilder sind umwandelbar in Sprache, weil Bilder sind nur Code. Code kann umgewandelt werden in deutsche Sprache. Videos sind nur Code. Videos sind bewegte Bilder. Bilder sind codierte Pixel. Das heißt wiederum Code, wiederum eine Sprache, die wiederum umgewandelt werden kann in jede andere Sprache. Das heißt, wir sehen schon, wo hier der Zusammenhang ist. Wenn ein Sprachmodell Sprache schon sehr gut beherrscht, dann beherrscht es auch Bilder, dann beherrscht es auch Gesichtserkennung, dann beherrscht es Tonerkennung. Meine Einschätzung ist, dass wir mit diesem Modell, und das ist ja nur der Anfang, schon in einer Übergangsphase sind von einer schwachen KI auf eine starke KI. Und die Beispiele, die du finden kannst im Internet zu GPT-3, die lassen nahelegen, dass wir tatsächlich an diesem Punkt sind, wo dieser Schritt vielleicht demnächst gemacht werden kann. Denn dieses Modell ist nicht nur Autovervollständigung auf Steroiden, sondern auch eine riesige Wissensdatenbank und in weiterer Folge auch Prognostizierung, das heißt auch Prognoseverfahren, wie Dinge in weiterer Folge aussehen könnten. Das heißt, wenn du diese drei Dinge kombinierst, ein riesiger Wissensschatz, Autovervollständigung auf Steroiden, Sprachverständnis und Sprachumwandlung, damit Bilderkennung, Tonerkennung und Schrifterkennung und Prognosemodelle, dann ist der Schritt zu einer starken KI nicht mehr weit. Das heißt, die Anwendungsfälle, die wir jetzt in naher Zukunft erleben werden, ist, dass solche künstliche Intelligenzen auf einmal für sehr viele verschiedene Einsatzgebiete einsetzbar werden. Der Schritt zur starken KI steht unmittelbar bevor. Und hier wird es dann ein bisschen spooky, weil hier kommt es dann in Richtung Superintelligenz. Was ist jetzt tatsächlich eine Superintelligenz? Eine Superintelligenz wäre dann tatsächlich eine Maschine, die der menschlichen Intelligenz in allen Bereichen überlegen ist. Also sowohl in kognitiver Intelligenz, als auch in sozialer Intelligenz, als auch nach dem Wissensstand. Egal in welchem Bereich, eine Superintelligenz wäre auf jeden Fall intelligenter als jeder Mensch. Eine Superintelligenz ist natürlich bisher nur etwas rein Fiktives. Und die Frage ist natürlich auch, ob und wie so etwas erreicht werden wird. Manche sprechen vom Transhumanismus, bedeutet, dass irgendwann einmal die Menschen sich mit der Technik verschmelzen lassen, durch die Technik und durch die erweiterten Intelligenzformen dann so etwas wie superintelligenten Menschen werden und so eine Superintelligenz ins Leben gerufen wird. Andere sprechen von rein technischen Möglichkeiten.
Dies ist natürlich dieses spannende Gebiet, das tatsächlich auch Ängste aufwirft. Ich habe ein sehr spannendes Video dazu gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, ob uns diese Superintelligenz vielleicht einmal vernichten wird. Dieses Video kannst du dir natürlich gerne im Anschluss anschauen. Nur so viel dazu hier. Die Entstehung einer Superintelligenz bedeutet natürlich nicht, dass wir als Menschheit gefährdet sind automatisch. Eine Superintelligenz könnte genauso gut koexistieren mit der Menschheit. Aber dies ist, wie gesagt, alles Zukunftsmusik und wir werden sehen, wie wir uns dorthin entwickeln und was dann passieren wird. Ja, das waren drei Unterteilungen, wie künstliche Intelligenz eingeteilt werden kann. Schwache Intelligenz, starke Intelligenz und Superintelligenz. Was interessiert dich zum Thema künstliche Intelligenz? Lass mich in den Kommentaren unten wissen, welches Video ich als nächstes produzieren soll. Vergiss nicht zu liken, zu sharen und zu abonnieren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald.